Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notem MMA. Kamaru Usman ist bereit, in einem Titelrückkampf in der Trilogie gegen Leon Edwards gegen ihn in England anzutreten, so wie es der UFC-Boss Dana White schon angeteased hat. Am vergangenen Samstag wurde der ehemalige UFC-Champion Weltergewicht von Leon Edwards brutal ausgenockt mit einem Headkick, Pound for Pound, Headshot, Dead, sagte Leon Edwards. Und ja, Usman verpasste die Chance, seinem glanzvollen Lebenslauf weitere Rekorde hinzuzufügen. Edwards wurde aber dadurch der zweite britische Champion in der Geschichte der UFC-Promotion. In einem Interview mit TMC Sports sprach Kamaru Usman über seine Reaktion nach der verheerenden K.O.-Niederlage und hat sein erstes Interview gegeben, überhaupt nach dem Fight, vor immer nur mal so ein bisschen Instagram, hier da was gepostet, von sich gegeben auf Twitter, aber noch kein echtes Interview gegeben, und das ist jetzt passiert. Er sagte: "Ich fühle mich gut, bin guter Dinge. Es ist ein Kampf und es ist passiert. Ich musste nach dem Fight direkt ins Krankenhaus, um mich scannen zu lassen, ja, ein CT-Scan wurde durchgeführt und all das, aber es sind nur Formalitäten. Ich war drin und bin wieder rausgegangen. Alles ist gut, alles ist großartig." Was für ein hammermäßiger Treffer von Leon Edwards. Es war wirklich ein großartiger Treffer, muss man an dieser Stelle so sagen. Hut ab. Ja, ich meine den super, super starken Fight und super starken Kick von Leon Edwards. Wirklich, Hut ab vor Leon. Auf die Frage, ob es schwer war, sich das Game noch einmal anzusehen oder ob ihn die Memes in den sozialen Medien gestört haben, antwortete Usman mit Nein. "Es ist überhaupt nicht schwer", sagte er ganz klar und deutlich. "Weißt du, wie vielen Leuten ich das angetan habe? Es ist überhaupt nicht schwer. Es ist passiert. Das ist das Schöne an diesem Sport, dass so etwas passiert, aber wir vergessen, wann es in diesem Kampf tatsächlich passiert ist. Ich bin noch lange nicht fertig. Es ist also fast so, als ob alle traurig darüber sind, dass ich ausgenockt wurde, aber alle viel trauriger darüber sind als ich selbst. Jeder ist deswegen emotionaler als ich. Ich möchte nach England gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich nach England gehen will und Leon Edwards dort besiegen will. Ich habe das Gefühl, dass England jetzt meine zweite Heimat ist. England ist halb Afrika. Die Leute wissen das nicht, aber es ist halb Afrika. Es ist also an der Zeit, dorthin zu gehen, um mein englisches Volk zu unterhalten. Viele aus Nigeria sind dort, viele aus allgemein Afrika, und da möchte ich hingehen und diese Leute entertainen und unterhalten." Kamaru Usman hat also Bock auf den Titelkampf gegen Leon Edwards, will die Trilogie. Edwards hat dem auch schon zugestimmt, also werden höchstwahrscheinlich den Fight Leon Edwards gegen Kamaru Usman vielleicht noch Ende dieses Jahres sehen, was einfach nur geisteskrank wäre. Oder die UFC wird es uns gönnen und wird vielleicht im Februar das Titelmatch zwischen den beiden auf die Beine stellen, und das in der UK. Schreibt mal oben einen Satz in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei Notem MMA.